So Leute, Streamclips Germany, Folge 255. Let's go, Leute. Willkommen zu Streamclips Germany. Ich wünsche euch einen quacktastischen Spaß bei den besten Clips von Twitch Deutschland. Viel Spaß, Quack. Quack, Junge. Ich hoffe, Asche sieht. Orang-Utan, Junge! Geil, Mann. Die Boobs auch noch. Ich bin mir unsicher, ob ich will, dass Asche das sieht. Geil, Mann. Rutsch zur Seite, mach sie größer. Vor allem, dass die Datei, die Nero mir geschickt hat, von seinem Ken, war einfach die größte. Das war, die war einfach, ich hab's aufgemacht und das war einfach in dieser Größe. Lass so, Mann, lass so. Oh, wie schön ist die Katze denn? Warte mal, hat die zwei Farben? Oh nein. Ist schon wieder eine Katze in dem Spiel, das heißt, sie wird gekillt oder so. Oder sieht das nur so aus? Nee, es sieht nur so aus, ich dachte gerade. Hä? Och man, ich dachte gerade, die wäre zweifarbig, aber das ist nur der Schatten. Die ist doch zweifarbig. Oh nee. Das sind zwei Katzen. What? Ach so. Ja. Das war so Schatten-Doppelgänger-Katze. Ja, das ist geil. Community Mods und der Streamer. Da. Guckt euch, genau das hier ist unsere Beziehung einfach. 1:1. Alright? Guckt euch das hier mal an. Ja, Mann. Es ist einfach so. Das absolute, ungeschlagene, niemals übertroffene Lieblingsspielzeug meiner Katze ist dieser Pinsel. Es geht nichts, wirklich gar nichts über diesen Pinsel. Du kannst mit dem teuersten, krassesten Katzenspielzeug der Welt ankommen. Ist alles furchtbar egal. Es ist so, Mann. Wir haben auch unserer Tochter öfters mal so Sachen gekauft. Irgendwelche Sachen bestellt. Dann kommt die in so einen riesigen Karton. Sie spielt ja nicht mit der Sache, die da drin war, sondern mit dem Karton. Dann wozu Sachen, so irgendwelche geilen Sachen kaufen. Hol dir einfach so ein Umzugsding aus dem Baumarkt. Hier, Kind, bitteschön. Deine neue Hütte. Bestes Spielzeug ever. Pinsel, Leute. I'm down. Ich bin ein erwachsener Mann. Das ist nur ein Spiel. Ich werde mich nicht mehr schrecken, okay? Erwachsener Mann. Geil. What? Was ist das im Golf? Oh, shit. Dein fucking Ernst! Hervorragend! Home run! Oder Digga! What? Hole in one, Alter. Wasserdüsenbumsen war schon normal für so. Ja, was? Aber Chat hat so getan, als wäre ich die Einzige. Terry Jungs. Und Mädels wahrscheinlich auch. Ja, ja, Kumpel. Bei uns ist das ja noch viel einfacher. Ich war da Profi drin. Ich habe das gemeistert. Ich war in 2 Sekunden fertig irgendwann. Ihr seid einfach nur ekelhaft. Ich hab da drin gebadet, Mann. Mein? Vorher hat die Düse 5 Minuten gebraucht und dann habe ich die perfekte Position entdeckt irgendwann. Ja? Und dann war ich so zu dem Freund, ich komm gleich wieder, ich hol mir nur kurz meine Taucherbrille. Und dann bin ich kurz zur Düse, zack, zack, Küsschen. Ja, Küsschen. Und dann habe ich mir die Taucherbrille geholt und dann habe ich ganz normal weiter Freibad-Dinge getan. Das ist viel zu love. Widerlich, Mann. Language. Er geht einfach auf eine Lady zu und sagt, Ratta Kanata, Tawata Makata. Ey, wer hat das gesagt? Was? Wieso kam das doppelt? Alter, da war das scheiße. Das war synchron dein Urgroßvater. Grab dich bei dem runter? Warum? What? What? Hä? Wie das? Was ist das für ein Game? Wie heißt das Game? Das fragt sie nicht wirklich, oder? Sieht ja ultra realistisch aus. Warum steht das hier oben nicht? Warum ist es just chatting? Das ist ein paar. Also, wie kann man so lost sein?
Wie kam man so los? Das war so ein seltener Baum, der und runter spawnt eine spezielle Art von Höhle. Ah! Okay. Nice, okay. Gut zu wissen. Und nochmal jetzt zu der netten Kollegin gerade. Wie kann man so lost sein? Also, okay. Maler hat Mama gelacht. Geständnis von meiner Seite. Ich habe das zwar nicht über die Nase gemacht, aber ich fand das irgendwie schon auch nice, so eine einzelne Spaghetti quasi so zur Hälfte runterzuschlucken, die aber noch nicht so ganz runtergeschluckt ist. Und dann hängt die da quasi so den ganzen Hals runter. Und dann habe ich die auch wieder so, auch mal so wieder rausgezogen. Ja, kommst mir gerade wieder hoch. Alter, direkt Würgereflex aktiviert. Alter. Ey. Wieso macht man sowas? Oh Gott. Auch eigentlich ist das disgusting, aber manchmal... Ich muss hier nie wieder hochklettern, glaubt ihr das? Habe ich einmal, hab dann gekotzt. Ja, das würde bei mir auch passieren. Ich würde sofort die ganze Zeit so machen. Oder auf Teufel komm raus, das Ding runterschlucken. Da ist irgendwo noch ein... Was ist jetzt passiert? Das Spiel ist gerade abgestürzt. Oh no. Ich weiß nicht, ob das gespeichert wurde. Meine Cam ist einfach ausgegangen. Oh, gibt's Stress. Oh, guck mal. Oh, guck mal oben. Was oben? Es schneit! What the hell? Oh, Chat, wie romantisch. Wo ist das Feuerzeug? Stell dich mal bitte zu mir und guck mal nach oben. Was denn? Weißt du, Chat hätte mich schon viel bekloppt wegen, oh mein Gott, was hat sie denn? Es ist nur Schnee. Schnee, Alter. Also hier oben, da freut man sich richtig, dass man das wiedererkennt. Aus Deathwatch. Stop it. Stop. Get some help. Ihr seid crazy. Wäsche gewaschen und sieht... Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Da. Schau mal. Schau mal. Sieht... Da. Da ist sie. Oh. Oh, guck mal. Alter, wo kommst du denn her? Geil, Mann. Einfach so. Weg. Einfach so wegmachen. Und tschüss, Mann. Und die haben keine Farben, also keine zwei, so wie gelb-blau oder gelb-grün. Doch, ganz viele. Geil, wieder mit zum Snacken, einfach gerade Faden so. Oder so. So drunterlegen. Mit Fäden miteinander verbunden. Ja, das sind meine hier auch meine Tesla-Spulen. Was ist bei dir quasi die erste Verbindung? Gelb, grün oder so? Es gibt keine erste. Jeder ist mit mindestens drei Verbindungen verbunden. Sag mir einfach mal die erste Verbindung, bitte. Es gibt keine erste Verbindung! Ja, was sind dann bei dir die ersten Farben, frage ich mal. So. Okay, erklär mir, wie man in einem Kreis den Anfang definiert. Es gibt so Meme, wie die einen Leute aufheben, wie die anderen Leute aufheben, wie ich aufhebe. Mach ich legit auch öfters? Das ist viel angenehmer. Oh, genau so. Komme ich hier überhaupt raus? Nee, ich komme hier nicht raus, nee. Sauber ausgepackt. Aber Xylit ist halt ein Süßstoff, also so, ne, warte mal, ist das nicht aus Stevia, Ami? Ne, Zuckeraustauschstoff.
Ich wollte die Impulse aber noch haben, um mich zu verpiesen. Vorsicht! Komm, Jules! Halt, was macht man? Mein Controller ist leer! Nein! Scheiße, ich kann es nicht mit Maus und Tastatur, ich krieg's niemals hin! Ich kann doch nicht mit Maus und Tastatur spielen! Komm schon! Da! Nein! Oh mein Gott! Viel besser als mit Controller. Wow, geil. Hä, wer ist das? Also, wen covert er da? Boah, sich ja mega nice angehört. Das anderthalb Lieder ist. Dann teilen wir das in halb. Halb. Also vier halbs. Nein. Oh nein, ich hab's auf der SSD. Oh, nee, es geht weiter. Ach so! Oh! Ach so! Bitte! Wieso passiert mir sowas immer? Wie mach ich sowas? Hinter mir. Oh mein Gott, was ist das? Was ist hier los? Man nimmt nur einen Scoop, ich nehm minimal mehr als einen Scoop. Rafa, oh, jetzt ist der Rest ausgeschüttet ein bisschen. Läuft. Baby girl, you know that I want. Hä, was mache ich da? Bin ich dumm? Das gehört da drauf. Hä? Komplett los, Mann. Das sieht sehr falsch aus gerade. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja, wir beruhigen uns jetzt alle. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Weil ich muss sie so halten. Mhm. Ich habe kein... Du hast keinen Ständer, gell, willst du sagen? Aber deine Reise, weil du irgendwie mit Freunden gebucht hast und hast gesagt, komm, ich buche, ihr gebt mir das Geld. Das sammelt sich schneller. Dann kostet die Reise, keine Ahnung, 800 Euro, 5% von 800 Euro sind. 40. Was? Ja. Hola Chiquita Banana, einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch herzlich willkommen. Oh, was machen die ganzen Dicks da? Was hängen da so Pimmel rum? Yes. Zu Stan TV bei Hey. Warte mal, wir brauchen dich. Jetzt holt ihr die Schlafzimmerstimme raus, Alter. Was, weißt du, was meine Schlafzimmerstimme ist? Achtung, ich mach's dir. Komm ins Bett! Mach das Licht aus! Pups dich unter der Decke. Liebe mich. So. Vor. Wie viel Schmodder in der Nase war. Ja, ich kenne nicht alles. Ich muss auch nicht alles kennen. Scheiße, meine Kette hängt in der Tastatur. Fuck, wie krieg ich wieder raus? Scheiße. Oh, verdammt. Stream beendet. Ah, nein, doch nicht. Manu. Was passiert da? Scheißdreck. Ohne Witz. Das hängt. Ich hab ein Problem. Ach du Scheiße. Okay, wir haben nun einen kleinen. Miko, dankeschön für 21 Jahre. Wer hat einen kleinen? Dankeschön. Monate, oh mein Gott. Hi. Vielen lieben Dank für 21 Jahre. Also, jawohl. Komm, wir schaffen das gemeinsam. Wir haben geheiratet. Ich kann auch nicht mehr. Wir haben geheiratet, um durch dick und dünn zu gehen. Und durch gute und wie schlechte Zeiten. Und ich habe heute 2 Jahre Selbstständigkeitsjubiläum. Aber das ist nicht nur ich, sondern wir haben 2... Stabiler Support. Liebe ich diesen Mann. Was hast du für ein Riesengerät? So. Du musst hier Pfeile mit Pfeilen. Au! Ey, was war das denn für ein fieser Angriff? Es war ein Attentat! Dann kommt der Tag, sie zieht um, der Vater kommt morgens dahin gefahren mit einem Sprinter und ich treffe ihn zum ersten Mal. Ich, mit ihm halt die schweren Sachen gepackt, gehen Richtung Bulli, stecken das da rein und weil ich halt irgendwas sagen wollte, es war einfach so, ich bin halt kein Smalltalk-Mensch, ich kann das nicht, okay? Und das Einzige, was mir einfiel, war einfach,
Ich ändere jetzt den Namen von ihr. Ja, wie lange kennen Sie Marie denn schon? Ich habe legit den Vater gefragt, wie lange er seine Tochter schon kennt. Er sagt, er hat nichts gesagt. Er hat mir einfach nur angeguckt und ist dann wieder reingegangen. Wie unwitzig der Vater ist, Mann. Der hätte ruhig was sagen können. Oder er war so. Er ist sogar noch schlechter im Smalltalk als er. Ich glaube, er muss sich gedacht haben, seine Tochter hat sich legit den dümmsten Menschen ausgesucht, den sie hier gefunden hat. Meistens suchen Frauen ja so einen Typen aus, der ähnlich ist wie der Vater. Babam. Beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone? Was war das denn? I'm getting old and I need something to rely on. Ist das der neue Jurassic World? Finde ich irgendwie witzig. Okay, lass mich. Willst du, soll ich was anderes machen? Nee, ich überlege gerade. Springen und die rote machen. Ja, mach das. Mach das, Paul. Na, die kriegst du gar nicht. Mach das wirklich. Ich glaube, du machst die halbe, glaube ich. Warte, kann er das? Oh, oh mein Gott! Holy moly! Es ist nicht wahr! Paul mit Ansage! Es ist nicht wahr! Wie geht das denn? Der macht das wirklich. What? Was für ein... Nur ein Test, musst nicht tanzen, LOL. War aber ein nicer Dance. Ey, muss ich das auch machen jetzt? Wenn ich so Cheers bekomme? 1:1 unsere Küche. Stark. Starke Küche, hätte ich auch gern so. Schön, neutral, sage ich mal. Die ist schön, doch, gefällt mir auch. Sehr gut. Sehr geile Küche. Du Arschloch. Ich frage die magische Muschi. Was für eine Muschi? Diese Sendung wird euch präsentiert von dem alten Rentner, der immer irgendwie random in eurem Dorf rumläuft. Ich weiß nicht, wo er hin will. Ich weiß nicht, was er tut. Ich meine, er hat keine Arbeit. Er ist 80 oder so. Aber wie kann dieser Mann den gesamten verfickten Tag durch die Gegend laufen? Hab by the way gekocht, werde zum Morgen in der Tagesschau. Freu mich. Und Dinge tun und erledigen und mit Leuten quatschen und trotzdem von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr auf den Beinen unterwegs sein, aber dabei so schnell laufen wie eine fucking Planierraupe im Rückwärtsgang ohne Benzin. Solche Leute braucht man immer, ne? Stimmt, Mann, da gibt's bei uns auch so eine ältere Frau, Mann. Die ist auch immer irgendwie on Tour, keine Ahnung, was die macht. Die war auch öfters im Gym, in meinem alten Gym war sie auch. Immer da, Gefühl, wenn ich gekommen bin. Was die gemacht hat, weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, was geht da ab? Gut, dass es eure Küche ist, ne? Oh, du Schwein. Und wenn du dann schlägst, macht das sogar die Animation vom Golf. Ja, aber ich krieg die Bälle hier nicht geschlagen. Also, oh! Das war die größte Sportlerin im Gym. Die krasseste, Mann. Da hat's aber dir. Da hat's dir auch nicht geholfen, nach unten zu schauen die ganze Zeit. Und du gehst wahrscheinlich dann direkt schlafen, oder was? Okay, ich mach aus. Jetzt komm, spiel noch weiter, das Spiel ist bald vorbei. Ist auf 2 oder was? Schon fast auf 1. Oh fuck! Und ein bisschen. Wie geht das? Wie schlecht ausbalanciert sind diese Stühle, Mann, dass ich das so weghauen kann. Wisst ihr, Leute? Was denn? Wisst ihr eigentlich, Leute? Was denn? Dass das so
am besten ist. Was? Weil niemand kann dazwischenreden, niemand kann mich unterbrechen. Die Leute hören meistens eh. Was sagst du da? Was hast du gerade gesagt? Ich verstehe dich nicht. Nicht zu. Sie können nicht mehr fresh werden. Das heißt, ich kann die ganze Zeit reden und es. Jetzt mach doch mal! Was? Sie wurde gerade unterbrochen, warte. Ich kann die ganze Zeit reden und es Color ist einfach Stream. So. Entspannt. Mein armes Küken kommt knuddeln. Ich würde echt gerne knuddeln kommen. Ich glaube, das sind explosive Fässer. Passiert jedem. Boah, hinter euch sind Gegner, ne? Ich möchte das Gesicht von ihr nochmal sehen. Hinter euch sind Gegner, ne? Einfach 10 Jahre älter geworden. Ha, wenn ich ein Foto von meinem Bruder kriege, dann wissen wir doch alle, was das heißt. It's doggy time. Warte, das klang. Ho, oh, sind wir in Alabama oder was? Okay. Okay. Okay, sehr, 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 sehr gerne. Hier gibt es Take? Was? Take! Hier gibt es Take? Englisch! Oh mein Gott. No! Oh! Ah! Trottel. So ein Dulli. Oh nee, es war. No! Karma schlägt zu, Mann. Das ist er hier, ja, ne? Ja. Hä? Was? Hä? Okay, er sitzt wieder da, aber wo ist der andere? Oh Gott! Hä? Was denn jetzt? Man kann fliegen! Was ist denn jetzt los? Er ist eine Hexe! Verbrennt ihn! Was kommt jetzt? Was ist denn Englisch? Achso, ich hab's gar nicht gelesen! Ich hab das gar nicht gelesen! Wie dumm. Hallo! Oh, Scheiße! Du Monster! Warum gronkst du die Katze, Alter? Ach du Scheiße. Was ist das hier? Es ist gelb, es hat zwei Fenster, eine Tür und man kann drin wohnen, Chat. Was ist das? Hm? Puff. Ja? Ja, du musst ja Angst haben, dass du hier von Stein erschlagen wirst. What? Nee, never ist das jetzt gerade passiert. Früher hat man Parship benutzt oder so, alles out. Wir dickpicken jetzt. Was? Nein, bitte nicht. Ihr wisst nicht, wie viele Dickpicks ich in meinem Leben bekommen habe. Ist furchtbar. Ich will nicht mehr. Krank, Mann. Ich finde es so krank. Was für ein kaputter Dude schickt einfach irgendeiner random Streamer hin oder keiner, einer random Person ein Bild von seinem Schwanz. Junge, niemand will deinen verkrusteten, verschrumpelten, vereiderten, vernillekästen Schwanz sehen, Mann. Ekelhaft. Hab noch nie eins bekommen. Du kannst einfach Dicks einfach im Internet anschauen. Gib doch einfach einen in Google und schau es dir an, ey. Ich habe irgendwann angefangen, die zu speichern und dann einfach, wenn ein Dickpick gekommen ist, ein Dickpick von jemand anderem zum hinterher Geschick zu schicken. Wow. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber mir solche Nee, alles gut, ich finde es geil, mach das, bitte. Bilder zu schicken war auch nicht in Ordnung und deswegen jedes Mal, wenn ich eins bekommen habe, habe ich einfach muss dann zurückschreiben, hab schon größere bekommen. Oder sowas. Anderes zurückgeschickt und hab gesagt, meiner ist größer oder meiner ist kleiner oder keine Ahnung, meiner ist krumm. Das ist dann so wie Quartett, weißt du, dann so, bam, Mann, und meiner hat Haare an den Eiern oder sowas. Bitte, Mimi, das ist nicht getreu. Oh Gott, die Sockenpuppe. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab kurz was geschrieben und ich hab einen Hotkey angemacht. Oh Gott, die Scheiße. Tut mir leid, Zuki, ich wollte dir nicht an die Brüste lecken. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich stehe eigentlich ganz gut hier oben. Hier kriegen mich wenigstens keine.
Ah, das Drecksgame, guck mal. Box. Nein! 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 Nein, das Game ist gut. Oh Gott! Oh Gott! Au. Shorty, geht's dir gut? Ich, geh mal gucken. Denk dran, du hast ein Mikro. Denk dran, du hast ein Mikro. Hallo, Shorty, wie geht's dir? Aua. Ja, ist alles okay bei dir? Aua. Hast du dir wehgetan? Nee, ja. Der Kühlschrank frisst mich. Oh mein Gott, was ist das? Der Kühlschrank frisst mich. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Was machen Sie jetzt mit Absicht? Ich glaube, wir müssen ausmachen. Geht ein Panda über die Straße. Bambus. Oh mein Gott, die habe ich erst beim Aussprechen mein gecheckt. Gott. Scheiße, warum sind solche Witze so schlecht und so lustig zugleich? Alles out. Wir dickpicken jetzt. Dickpick, ne, ist nicht okay, aber ihr könnt ein Foto verschicken von einem Zollstock, wo ein Strich dran ist. Macht das auch nicht. Auch das ist Belästigung. Macht das nicht. Aber geil, okay. Ja, sitzt sie nur? Ja. Warte mal, ich kann mal die Leiste hochschauen und das immer an. Das mit den Arschmuskeln bewegt man sich sofort. Noch weiter, ich brauche. Oh je. Hallo? Doppel! What? Hika ist richtig aggressiv. What? Ich wollte da nur Lynch runterwerfen. Okay, erstmal allein eine Flasche Wein trinken. Da sagt ja niemand, dass sie die ganze Flasche trinkt, ne? Hm. Ne? Gestorben. Doof, ey. Oh, oh. Sag das nicht. Sag das nicht. Wie willst du das machen? Bist du der, will der den Stein kaputt machen? Jawohl. Sorry, aber das geschieht ja gerade recht. Man verhöhnt keine Gegner in Dark Souls, man in Elden Ring. Das macht man einfach nicht. Ich guck so dieses Loch an. Dieses wunderschöne, runde, geformte Loch, wo mein kleiner Finger perfekt reinpasst. Da kommt Wasser raus. Ich möchte bitte meinen Finger da reinstecken, damit kein Wasser mehr rauskommt. Ich denke darüber nach. Vielleicht suchst du nur in Kontaktlinsen. Wir werden dir gleich mal suchen, die Kontaktlinsen zu helfen. Warte. Warte, was habe ich gerade gesagt? Was? Wir werden dir gleich mal suchen, die Kontaktlinsen zu helfen. Hä? Ich kann es nicht mal nachsagen. Wir werden dir gleich suchen, die Kontaktlinsen zu helfen. Ach so. Okay. Wir werden dir gleich mal suchen, die Kontaktlinsen zu... Alter, wartet. Es ist wieder einer dieser Sätze, die ich verdrehe. Weil mein Gehirn das nicht mitmacht. Sag's mir denn nochmal. Wir werden ihr suchen. Wir werden ihr helfen. Oh, geil. Boah, der ist sehr massig. Und der hat eine Masse. Er ist sehr massig und er hat eine Masse. Geil. Du hast keine einzige Frage richtig beantwortet. Du bist der zweitschlechteste Trivia-Spieler, den ich kenne. Hä? Und was ist der schlechteste? Wer war der schlechteste? Wer war noch schlechter? Ich habe alles falsch gehabt. Wer war schlechter als ich? Hat Gronkh dieses Spiel schon mal gespielt? Oh. Wie sagt man abonnieren, Glocke, kommentieren, liken? Ja, Mann. Was sie sagt, Dankeschön.